Der Ausgangspunkt oder besser einer von vielen Anknüpfungspunkten von Indie Sancti Germani Abbatis war Super Verso per Organo, ein Orgelzyklus von Ernst Helmut Flammer. In einer detaillierten Analyse konnte ich aufzeigen, dass dem ersten Stück dieses Zyklus das Prinzip Transzendieren und Integrieren zugrunde liegt. Dieses Prinzip bezieht sich zunächst nur auf die ersten drei Töne und breitet sich dann über viele Dimensionen und mehrere Metaebenen aus. Indie Abbatis transzendiert nicht nur die Grenzen der Musik, sondern auch die Vorstellung davon, was man normalerweise unter Spartenübergreifung versteht. Denn hier werden nicht nur zwei Kunstgattungen, sondern Musik, Licht und die klassische Form der Messe zu einer mehrdimensionalen Liturgie integriert. Genau genommen sind es mindestens 6 bis 8 Schichten, die koordiniert werden müssen. Die liturgischen Handlungen des Priesters, die Bewegungen der Ministranten, die liturgischen Texte, die Musik, die Farbverläufe auf der Leinwand, Live-Video-Einspielungen via Datenbrille, vorproduzierte Audio- und Videofiles und schließlich eine klassische Beleuchtungstechnik. Ja, Religion ist wieder zum Thema geworden und es wäre an der Zeit, Religion im trivialen Verständnis zu transzendieren und in ein nachpostmodernes Weltbild zu integrieren, also aufzuheben im dreifachen hegelischen Sinn, so wie man ein Gesetz oder eine Verordnung aufhebt, vor allem aufheben im Sinne von auf eine höhere Stufe heben, aber auch im Sinne von aufbewahren. Die liturgischen Handlungen der Messe sind im Missale Romanum sehr genau beschrieben. Die Haltung der Finger ist so exakt festgelegt wie bei einer buddhistischen Mudra und der Neigungswinkel des Blicks so präzise wie im Zen. Ich musste also lediglich das Timing der Gesten und Handlungen an die Musik und die Geometrie des Aufführungsortes anpassen. Um die intendierte Synchronität zwischen Musik und Liturgie zu erzielen, bekommen alle Mitwirkenden den Master Click Track via In-Ear Monitoring live zugespielt. 48, 49, 50. Die Darsteller hören zusätzlich ihre je individuellen Regieanweisungen, gegebenenfalls mit einem eigenen Clicktrack, der sich zum Master-Clicktrack polymetrisch verhält und sich erst an bestimmten, genau definierten Punkten wieder trifft. Im Alltag ist mein etwas leichter Mensch zwar. Jetzt! Das Fleisch empfängt das Wasser, weil es jetzt drehen sich um 180 Grad zueinander und gehen zur Präsenz. Und stellen alles ab. Jetzt. Wie man sieht, bleibt die Integrität sowohl der Musik als auch der Liturgie in jedem Moment gewahrt, aber durch ihre genaue Bezugnahme emergiert Neues. Die komplexe Musik und die abstrakten Farbverläufe auf der Leinwand eröffnen tiefen Dimensionen der Liturgie, die durch deren vordergründige Interpretation sonst verstellt sind. Umgekehrt wird hier Musik im Kontext einer Liturgie ihrem in ihr selbst angelegten, oft provokativen Sinn erst eigentlich zugeführt. Nun, der provokative Sinn von Indie Sancti Germanis Abbatis liegt gerade in diesem Ineinsetzen von Genesis und Opferung, von Evolution und Kreuzigung, ein Gedanke, der, anknüpfend an den christlichen Neuplatonismus der Spätantike, erst in einem nachpostmodernen, integralen Weltbild gedacht werden kann. Die kosmisch abstrakte Dimension dieses Gedankens haben wir soeben in seinem rituellen Enactment nachvollzogen. Seine persönlich-individuelle Dimension wird dadurch symbolisiert, dass das Fünftonmotiv und der Sept-Vorschlag, die sich am Ende von Flammers Genesis als Bild für den Menschen und die in ihm angelegte Dualität herausgebildet haben, nun ins Offertorium eingewoben werden, und zwar just in dem Moment, in dem der Priester, eine seltene Ausnahme in der Messe, sich persönlich an seine Mitbrüder wendet.
Die große Septe, der wir hier in ihrer symbolischen Aufladung begegnet sind, beziehungsweise ihr nächster Verwandter, die kleine None, war schon in der Musik zum Einzug strukturbildend. Und wird auch sonst immer wieder verwendet. Nach der Wandlung spielen diese Klänge keine Rolle mehr. Umgekehrt erweist sich der Sixt-Ajouté-Klang, der häufig als Gegenklang zum Sept- oder Nonklang fungiert. Erst ganz am Ende als thematisch, liturgisch motiviert durch das Salve Regina, das an dieser Stelle im Rahmen der leoninischen Gebete still rezitiert wird. Abgesehen von den beiden Motiven von Flamma ist hier im Offertorium jeder Ton, jedes Motiv dem gregorianischen Choral entnommen. Damit steht es in etwa in der Mitte, eine Filiation, die vom Choral bis Radulesco reicht. Introitus und Graduale sind gregorianischer Choral in seiner ursprünglichen Form. Das Alleluja überbrückt einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren. Communio zwischen Heterophonie und Polyphonie. Thank you.
Das Prinzip, die gleiche Melodie in mehreren Stimmen in verschiedenen Geschwindigkeiten zu singen, führt rationalisiert zum Kanon per Augmentation im Sine Pausis. Radulescu komponiert einen solchen im Agnus Dei. Harmonisch entsteht so eine diatonische Klangfläche. Von hier aus ist der Weg nicht mehr weit zur Zwölftonfläche des Kyrie, liturgisch eingebunden durch das Confiteor des Priesters. Die zweite Filiation von Alt zu Neu, von Liturgie zu Musik, verläuft über verschiedene Formen der Rezitation. Wir befinden uns hier im Zentrum der Messe. Aus 10 Metern Höhe, zunächst noch außerhalb des Gesichtsfelds der Zuhörer, nähert sich ein Lichtpunkt. Eine holographische Projektion der am Ereignishorizont kodierten Gesamtinformation des Universums. An den Grenzen des Hörbereichs erklingt eine Art Nichtmusik, die Quantenfluktuation des Vakuums. Dafür haben wir Klänge der Orgel von Moutier im Studio bearbeitet und mit elektronischen Klängen kombiniert. Das Ergebnis wird dann während der Aufführung über ein leistungsfähiges Soundsystem eingespielt. Ein Soundsystem, das auch an der Grenze zum Infraschall noch genügend Schalldruck liefern muss. Die geflüsterten Worte des Priesters werden über viele Lautsprecher zunächst chaotisch in den Raum geworfen. Je mehr sich der irreale Lichtpunkt den realen Fingern des Priesters nähert, desto mehr konzentriert sich auch der Klang auf den Priester.
Analog zu den beiden musikalischen Schichten in Flamma Super Verso 1 haben wir in In die Sancti Gavani Abbatis zwei Realitätsebenen und zwei Symbole. Der Kelch war seit Beginn der Aufführung physisch vorhanden, tritt aber erst zu Beginn der Opferung in Erscheinung. Der Punkt erscheint am Anfang des Kanons auf der Leinwand. Beide Symbole und beide Realitätsebenen begegnen sich punktuell bei der Wandlung, dauerhaft beim Ecce Agnus Dei, was den Takten 54 respektive 65 in Flammers Genesis entsprechen würde. Damit treten die Symbole auch in die jeweils andere Realitätsebene. Der Kelch als realistisches Bild auf der Leinwand, der Lichtpunkt als LED in der realen Handlung. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum hic verbo et sanabitur anima mea. Und wie als Folge dieser Vereinigung in Superverso das Motiv, das den Menschen symbolisiert, in Erscheinung tritt, treten in Indie Abbatis hier bei der Kommunion die Kapellasänger in die Handlung ein. Drei liturgisch Handelnde plus vier Sänger gleich sieben Personen repräsentieren hier in corpore, was dort musikalisch-symbolisch präsent war. Außerdem treten die beiden Grundfarben von Indie Abbatis, Blau und Rot, in Beziehung zueinander. Es ist offensichtlich, dass der Lichtpunkt den Platz der Hostie einnimmt. Damit führt Indie Abbatis die zunehmende Dematerialisierung des Opfergedankens seit den archaischen Anfängen bei gleichzeitiger Weitung und Vertiefung seiner Interpretation in Korrelation zur jeweiligen Weltsicht konsequent weiter und integriert und transzendiert somit die bisherige Entwicklung. Es gibt allerdings einen fundamentalen Unterschied zu Superverso. Während dort die große Sept erhalten blieb, wird sie hier in die Oktave aufgelöst, was zu einem völlig anderen Schluss führt. In principio erat verbum, et verbum erat ab dem, et Deus erat verbum, hoc erat in principio ab dem. Omnia per ipsum fatta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. Et credimus gloriam Deus, gloriam quasi unigenitia Patre. Wie man sieht, greift der Lichtpunkt, der sich inzwischen zum Kreis geweitet hat, auch einen anderen Symbolstrang auf.
Seit Stonehenge über die Pyramiden bis zu den christlichen Kirchen sind Kultgebäude zur aufgehenden Sonne ausgerichtet. Echnaton erhebt den Gott Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum Gott über alle Götter Ägyptens und begründet so den Monotheismus. Für Platon symbolisiert die Sonne die höchste der Ideen, die Idee des Guten. Das Christentum führt beide Ansätze zusammen im Bild des Christus Sol Invictus. So waren menschliche Urerfahrungen in Form präsentativer Symbole gegenwärtig im öffentlichen Raum bis zur sogenannten Liturgiereform von 1968. Ich denke, diese Phase des Aufstands gegen die Ewigkeit könnte man getrost beiseite legen und sich im symbolischen Vollzug der Weite eines integralen Bewusstseins öffnen. Gefragt, wie halten Sie es mit dem Glauben, antwortet Franck Baudin. Inzwischen berühren mich Partituren und naturwissenschaftliche Berichte bedeutend mehr als die Religion. Kunst und Wissenschaft offenbaren die Grenzen des Bewusstseins und eine geheimnisvolle göttliche Schönheit. Damit ist Baudin vielleicht nicht päpstlicher als der Papst, aber im ursprünglichen Sinne religiöser und katholischer als dieser. Denn genau diese Grenzen des Bewusstseins sind das eigentliche Arbeitsfeld der Religion. Vom Ganzen ausgehend, die Beziehung zum Ganzen wiederherzustellen, ihre Aufgabe. Wobei unter das Ganze wirklich das Ganze zu verstehen ist. Visibilium omnium et invisibilium, diesseits und jenseits des Ereignishorizonts. Plotin, Dionysos Areopagita, Augustinus, Scotus Eriugena oder Meister Eckhart haben Gedanken zu Gedenken gewagt, die der Wissenschaft, als sie noch in ihren Kinderschuhen steckte, absurd vorkommen musste. Im vom Methoden- und Perspektivenpluralismus bestimmten integralen Denken des 21. Jahrhunderts, wie entsteht da die Welt? Als niemals endende Konstruktion des kollektiven Bewusstseins? Als Implikatio und Explikatio Gottes im Raum Zeitbewusstseinskontinuum, als holographische Projektion aus der Singularität, die unser vierdimensionales Universum begrenzt, oder durch Christus den Pantokrator perquem omnia facta sunt. Das sind verschiedene Perspektiven auf genau jene Grenzen des Bewusstseins, Perspektiven, die je eigene Welthorizonte hervorbringen. Und obwohl jede ihre eigene Sprache spricht, kommen sie sich doch erstaunlich nahe. It's like quantum mechanics. Nobody understands quantum mechanics. We know how to use it and we know how to make predictions of it, but nobody has their heads around it. Niemand versteht die Transsubstantiation. Es geht darum, how to use it. Die christliche Religion ist performativ begründet, nicht theoretisch. Und? As you go deeper and deeper into reality, mathematics becomes the only way to describe reality.
Das religiöse Symbol bzw. Ritus in Liturgie als Symbol in Bewegung ist wärmlich, sich kollektiv mit dieser transzendenten Realität zu verbinden. Und damit sind wir bei der älteren Etymologie von Religion. Religion als die sorgfältige Beachtung der rituellen Vorschriften. Die Religion des 21. Jahrhunderts muss integral sein. Vertikal die Verbindung zur Transzendenz herstellend, Religion im eigentlichen Sinne. Horizontal alle Perspektiven umfassend, Meditation, Wissenschaft, Kunst und vieles mehr. Aber auch diachron, Tradition und Evolution vereinend. Doch vor allem muss ihre Liturgie als symbolträchtiges Gesamtkunstwerk eine geheimnisvolle göttliche Schönheit entfalten.